Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch. Die heutige Sendung ist eine Lufthansa-Sendung. Wir Themen, die wir nur mit Lufthansa verbinden, heute besprechen werden. Fresh gepresst zum Beispiel. Der Vorstand wird um 2/3 irgendwie verringert. Also verringert nicht, aber trennt sich davon. Dann kommt eine Dame, die man von Airbus aus Vorstand kennt. Wir haben dann 787 Nachrichten, dass die weniger bekommen dieses Jahr bei Lufthansa, als sie wollten. Die Verdi ist mit dem Boden und dem Streik nicht ganz so happy. Die UFO macht eine Urabstimmung und damit haben wir alle Themen für heute schon wieder abgearbeitet. Ihr könnt den Kanal natürlich wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, kommentieren und ganz, ganz wichtig, immer unten was schreiben. Ansonsten Kanalmitgliedschaft oder auch nach Tallinn noch kommen. Also wer noch mitkommen möchte, ich hatte die Frage jetzt auf einem der Stammtische die letzte Woche, ob man noch nach Tallinn kommen kann. Natürlich, man kann noch nach Tallinn kommen. Da gibt es Restplätze. Ich habe fast gesagt, nein, ihr könnt natürlich jederzeit kommen und da dann am Thema teilnehmen. Wichtig an dieser Stelle natürlich wie immer, kommentieren und schreibt mich an. Da ist die Nummer. Da. Da erreicht ihr mich. Auf jeden Fall ist das im Bild richtig. Jetzt gucken wir noch mal. Nee, das ist verrutscht. Da müssen wir, machen wir ein bisschen hier. Ne? Komm, machen wir das hübsch. So, da ist es hübscher. Ne? Oder machen wir es ein bisschen kleiner. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr das größer oder kleiner haben wollt. Ich gucke mal, wie wir das hier jetzt machen. So, zack, da haben wir es. Und dann schieben wir das wieder rüber, damit das auch schön im Bild ist. So, es ist optimal. Und jetzt können wir auch direkt mit dem ersten Thema starten. Und zwar das erste Thema ist, das Lufthansa-Bodenpersonal bekommt mehr Geld. Aber das heißt nicht, dass der Streik aus dem Weg wieder ist, weil die Lufthansa möchte den Zahlpunkt, von dem man die neuen Forderungen bzw. die neuen Abschlüsse bezahlt, nach vorne ziehen. Und die Gewerkschaft sagt, ja, nee, finden sie nicht toll. Man will zwar 3 Monate auch dafür längere Laufzeit haben von der Lufthansa-Seite, sagt die Gewerkschaft, auch nee. Und vor allem, wenn die Lufthansa mit dem Angebot sich da wirklich so hervorwagt, wie sie tut, dann würde die Gewerkschaft wahrscheinlich auch nicht sagen, dass man dort nicht an die Forderung rangekommen ist, auch wenn man die Laufzeit verdoppeln würde. Und das zeigt halt, wo man ist. Verdi spricht auch hier von Trippelschritten, also auch etwas, was wieder nur in irgendeiner Art und Weise von Lufthansa den Anschein hat, dass man da was gemacht hat, aber sie sagen bei der Gewerkschaft, dass das nicht so ist. Und die Verdi hat halt bei der Laufzeit von 12 Monaten 12,5% mehr Geld und die Inflationsausgleichsprämie gefordert. Das sind die berühmt-berüchtigten 3.000. Es waren ja mal 2.000 im Gespräch, jetzt sind es 3.000, würden aber auch dann alle bekommen. Und das ist dann halt so, dass man da über Tarifbotschafter sich da versichert hat, dass die Gewerkschaftsjungs alle an einem Strang ziehen. Und das ist wohl so. Und jetzt ist es so, dass man natürlich keine schnelle Lösung erwarten kann, weil wenn die einen von Trippelschritten erzählen, die anderen möchten das vom Tisch haben, aber es passiert nichts, dann ist die Wahrheit irgendwo wirklich immer noch in der Mitte. Und das Ganze ist halt, ja, vielleicht ein bisschen versaubeutelt. Das Klima ist da wohl auch etwas vergiftet. Heißt also, man kann da natürlich noch mit Streiks rechnen und da können wir eigentlich auch das Thema vorziehen, was ich eigentlich später vorhatte. Das ziehe ich einmal kurz hoch für euch. Das ist dann mit der Kabine, denn auch die Kabine fängt an mit einer Urabstimmung und Urabstimmung heißt ja immer wie im klassischen Leben das Ganze dort dann zu einer Eskalation kommt. Und das Zitat von der UFO ist, und das ist auch relativ spannend, das ist der UFO-Vorsitzende Joachim Vázquez-Bürger, der sagt, wir gehen den Weg der Eskalation nicht gerne, es bleibt uns aber keine Alternative, solange die Lufthansa nicht auf unsere berechtigten Forderungen eingeht. Heißt also, dass man da sich auf einen Streik einstellt und da rückversichert, dass die Leute auch streiken wollen. Und das heißt für uns als Passagiere natürlich, weniger Berechenbarkeit bei Lufthansa und damit weitere Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte zu dem Thema.
dringt jetzt natürlich nicht unbedingt dazu, dass man dann Tickets kauft, weil man ja halt nicht weiß, ob man wirklich abfliegt und ob es nicht mehr Probleme macht. Letzte Woche hatten wir ja gerade den Streik. Nee, Quatsch, Anfang der Woche war der Streik ja sogar. Siehst du, ich bin ein bisschen schon gereist und schon bin ich wieder verwirrt mit den Daten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es da halt keine schnelle Lösung gibt. Und wenn man da halt sieht, dass die Bodenbediensteten, die Kabine, aber auch dann noch bei der Discover solche Sachen im Argen liegen, Brüssels oder Brussels Airline liegt es auch im Argen. Das ist nicht schön bei Lufthansa. Und im Rahmen dessen hat man jetzt bei der Lufthansa den Vorstand an Angriff genommen, um sich da mit einem Umbau zu, ja, ich sag jetzt mal, zu bespaßen. Und dieses Bespaßen des Umbaus hat doch auch für einige Irritationen gesorgt. Also Kaiser, der Kollege mit AY, da hatte ich schon öfter gehört, dass er auch gehen möchte und dass das auch ja, jetzt nicht unerwartet war. Aber man hat hier zum Beispiel die Verträge von Carsten S. aus M, Namen der Redaktion bekannt, nicht geändert, ja, verlängert. Man hatte den auch von Christina Förster verlängert. Und gerade bei Christina Förster ist es so, die ich persönlich ja auch kenne seit vielen, vielen Jahren, dass sie dazu dem zugestimmt hat. Genau auch wie Harry Hohmeister, der da auch geht. Und dann soll ab 1. Juli die Lufthansa-Führung nur noch aus 5 Leuten bestehen, anstatt 6 Leute. Was auch bei der Umstrukturierung spannend ist, ist zu sehen, dass man da anscheinend Leute rausgehen hat lassen, die einmal natürlich bei Lufthansa vielleicht schon auch verbraucht und keine Lust mehr hatten, aber auch übrigens Finanzvorstand Renko Stehenbergen geht. Und ich finde immer diese Formulierung im beiderseitigen Einvernehmen, das ist immer so, naja, du gehst mal besser und das klingt dann besser und aber auch nach goldenem Handschlag, weil man muss mal überlegen, bei Christina Förster, wie war das, 22 war der Vertrag um 5 Jahre verlängert worden, heißt also bis 2027, wir haben jetzt 2024, das sind 3 Jahre noch, roundabout, würde also heißen, dass da dann wirklich Geld in die Hand genommen werden muss, um sich von den Leuten zu trennen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was Kaiser macht, der Kollege Kaiser war Vorstand Flotte und Technologie, dann Harry Hohmeister war globale Märkte und Netzmanagement, er kam ja auch von den Freunden bei der Swiss. Und dann Christina Förster hat gemacht, ich meine Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit, also das, was wir mit der Loyalität immer zu tun haben. Und logischerweise der Kollege Negemann war ja derjenige, der Personal und Infrastruktur gemacht hat. Und Entschuldigung, der es macht, der übernimmt das mit den Finanzen. Und Remco Steenhagen war der, der Finanzen gemacht hat. Heißt also, die Leute ist man los. Jetzt fragt man sich natürlich, wer kommt. Und das ist natürlich dann eine interessante Sache. Also ich bin da mal gespannt, was da passiert, dass man den Herrn Franks holt für globale Märkte und kommerzielle Steuerung. Hub heißt also, er kommt von der Swiss, geht er zur Lufthansa in den Vorstand. Das ist so ein bisschen nachvollziehbar. Damit wird die Position bei der Swiss frei. Also auch da wieder freie Radikale. Und was auch spannend ist in meinen Augen, und das ist halt ein eigenes Thema wert, um 8 Minuten und 50 Sekunden in die Sendung. Das ist die Vorständin, die kommt. Und zwar ist die Kollegin, den Namen muss ich ablesen, Grazia Vitadini. Und zwar ist die ehemalige Vorständin bei der Airbus gewesen. Und zwar in 20 Jahren ist sie bei Airbus die Karriereleiter hochgegangen, war bei Rolls-Royce und ist eine Technologie-Expertin. Und damit geht es jetzt nach Frankfurt und das Ressort, was sie bekommt, ist maßgeschneidert für sie. Sie wird natürlich wissen, was sie will und hat halt auch ganz klar gesagt, was sie macht oder was sie haben will, um zu kommen. Und damit ist es so, dass sie als Leiterin der Struktur- und Belastungstests in Hamburg ihren Teil zur Musterzulassung der 350 gemacht hat. Dann war sie Luftfahrt, ist übrigens Luftfahrtingenieurin, ne? Hat Technologievorstand gemacht. Und ist dann in gleicher Funktion bei Rolls-Royce, war dort aber nur noch als Sonderberaterin tätig und ist im Moment noch beim Siemens Aufsichtsrat. Also
Doch auch eine interessante Personalie, fand ich eine interessante Geschichte, dass jemand, der von Airbus dann Rolls-Royce rüber zu Hansens geht, hat Lufthansa Rolls-Royce-Triebwerke? Nein, glaube ich nämlich nicht. Und dann ist es so, dass sie im Sommer die Lufthansa als CTO, also Chief Technical Officer, den Bereich Technik und IT im Konzernvorstand übernimmt. Hat übrigens einen italienischen und einen deutschen Pass. Also wenn das mit der ITA nicht klappt, dann hat man zumindest ein bisschen italienisches Flair auf jeden Fall dann da. Und sie sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Kapital, bei ihrer CTO-Rolle, die sie bei Airbus 2019 hatte, man muss als alle Schritte von Anfang bis zum Ende grün denken. Es kommt immer auf die CO2-Emissionen an. Wir sehen uns klar in der Verantwortung, unsere Industrie zu dekarbonisieren. Und damit wird man halt sehen, wie es bei der Lufthansa weitergeht und was man bei der Lufthansa möchte. Und die Verkleinerung ist ja eine gute Geschichte und eine interessante Geschichte dazu. Aber sie hat ja auch schon das erste Problem. Aber bevor wir das erste Problem mit der 787 angehen, möchte ich euch noch die Frage des Tages aufs Parkett geben, und zwar: Was sind die größten Baustellen bei der Lufthansa? Welche Themen muss der Vorstand sofort angehen aus eurer Sicht? Also man macht ja so eine große Umstrukturierung, wenn man halt Problemfelder hat. Und da bin ich mal gespannt, was ihr kommentiert, was aus eurer Sicht die Problemfelder sind und was aus eurer Sicht dort gemacht werden muss und soll und darf. Und dann natürlich noch mal ein kleiner Hinweis für alle: Wir werden heute auch wieder einen Meilenmittwoch haben, aber an einem Freitag. Alle Kanalmitglieder können es heute schon sehen ab Business Class. Ansonsten für alle anderen werdet ihr es morgen aufs Auge bekommen. Das letzte Thema, was wir haben, ist von Boeing. Bei Boeing ist es so, dass man dort die Prognose, was Lufthansa bekommen soll, 20 Stück sollte man bekommen, 787er. Also man sollte 20 Langstreckenflugzeuge bekommen, so ist es richtig. Und 787er sollten 15 sein, aber da wird es wohl so knapp die Hälfte werden. Und das ist so, dass die in Frankfurt nur noch 8 Flugzeuge so ungefähr bekommen, die 787-9er. Und damit ist es so, dass man in Seattle ein echtes Problem hat. Man hat auch zum Beispiel bei Air New Zealand, die kriegen ihr Flugzeug auch erst in 2025. Heißt also, es ist nicht nur bei der Lufthansa. Und es ist jetzt nicht klar, welches Flugzeug jetzt damit die Allegris-Hitze als erstes bekommt. Ist es jetzt ein 350er oder ist es eine 787? Wobei natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass die sind ebenfalls dort ausgestattet mit dem neuen Interieur, aber die stehen ja halt noch in Teruel und sind, also ich rede jetzt von den Airbussen, aber die sind halt nicht zugelassen, die dürfen halt nicht benutzt werden und es fehlen ja auch noch Sachen. Und es ist so, dass einige Jets schon ready to fly sind, aber ist halt dumm gelaufen. Sagt ihr jetzt, ja, ist das bei Boeing jetzt ein Riesenproblem? Was ist das Thema bei denen? Wie kann man das angehen? Oder sagt ihr, naja, nun gut, warten wir erstmal auf die offizielle Stellungnahme von Hansens und gucken da, was da passiert. Ich gucke gerade mal nach, ob ich nochmal die andere Mitteilung finde zu dem Thema, was da ist. Wo war es? Mit den Freunden von Air New Zealand. Aber da war es halt wirklich auch so, dass die Maschine verspätet geliefert wird. Warum auch immer, dass da jetzt wieder zu Problemen kommt, heißt wohl wahrscheinlich dann wieder immer der Lieferkette geschuldet. Jetzt haben wir eine kurze Sendung gemacht, aber die Sendung haben wir wie immer für euch frisch gepresst. Ich hoffe, die Themen waren für euch interessant. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren oder eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Dann könnt ihr nämlich auch Sendungen früher sehen. Und Abspann gibt es jetzt auch. Also, danke und Abspann. Bis nachher. Und vielleicht seht ihr dann auch die Sendung Meilenmittwoch nachher, weil ihr Business Class Mitglied seid. Also und kommentieren, Tali, nach Abspann.